Guck mal, damit spielte Sascha, wenn er Langeweile hat. Genau. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Guck mal, wir haben ja aus einer Apparello hier stehen. Der Yamaha. Wir müssen auch ein paar Sachen machen. Sitze in die Sitze und so weiter und so fort. Also wir machen auch solche Klamotten. So kleine Taschen kann man nähen und so weiter. Die Sitze neu beziehen und so weiter und so weiter. Wollte ich schon mal gesagt haben. So sieht's aus. Heute fangen wir mit der Cover an. Hört sich an, ne? Die Musik. Mit der Kawasaki. Guck mal, die fett aus, das Ding. Oh, guck mal. Guck mal, wie böse das Ding aussieht, ne? Brutal. Schick mir sowas. Dein ist auch grün, ne? Meine ist auch grün. Kawasaki muss ja grün sein. Meine ist blau. Mal von vorne. Schick die mir. Oh. Schütt dich mit. Richtig sportlich aus. Ja? Mhm. Das muss ich gar nicht abnehmen? Ne. Nee, ich muss abnehmen. Ich liege mit deinem Bauch auf dem hier. Auf dem Tag. Aber sieht gut aus, ne? Oder? Ja. Mhm. Richtig schön. Ich finde das richtig gut. Also, ich würde sagen, wir scannen das Ding zuerst. Und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Moped Porn machen. Also ein Carbon. Porn. Ja. Freiwilliger Helfer. Komm her, Schnucki. Ja. Ja. Das ist Teddy. Teddy, sag mal hallo. Teddy ist schon groß geworden, ne? Teddy ist richtig groß geworden. Sagst du hallo? Ein bisschen ganz schön Räuber, ne? Und frisst bei uns alles in der Werkstatt, ne? Mhm. Wir scannen heute die Kawasaki ZX-10R. Heißt sie so? Mhm. Ja. Ich kenne mich bei Kawasaki ein bisschen aus. Ich war selber die Versus. Aber ich glaube, so ein Gerät könnte ich mir auch. Schon so ein Ding, klar, ja. Langsam, seitdem der gestern bei uns steht. So, gefällt er mir. Ne, wir müssen scannen und das Moped hier, die ganze Verkleidung und so weiter, neu bauen für ein Racing-Team. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf oder nicht, für wem, aber vielleicht können wir es einblenden. Erstmal fragen und dann einblenden, ne? Mhm. Das ist auch so. Genau, das mache ich. Genau. Da liegen auch noch ganz viele Teile, die wir nicht zeigen. Ah, ich weiß schon. Weil wir die in Carbon bauen werden für diese Firma. Und ja. Ne? Also können wir dieses Jahr wahrscheinlich das eine oder andere Motorrad machen? Dieses Jahr wird Kawasaki, ja. Ich hatte einmal diese ZX-1000, aber... Supersportler, nicht Supersportler, Sporttourer ist das, ne? Sporttourer oder Supersporttourer, irgendwie sowas. Mhm. Ja, die habe ich mir gekauft. Und ich muss eins sagen, das war mein erstes Motorrad. Und für ein erstes Motorrad war die etwas zu schnell. Habe ich die wieder abgegeben und habe die Versus gekauft zum Üben, zum Fahren lernen. Ja? So ist das. Das ist aber so wenn so ich mir das Ding wieder anschaue, dann vermisse ich die Z1000, ZX1000 schon. Die Versus ist so ein Polizeimotorrad, ne? Entschuldigung, Security. Polizeimotorrad. Wieso mit selber so ein Polizei, nur weil der grün ist, sagt der Polizeimotorrad vor der laufenden Kamera. Ein Entspannungsmotorrad. Ja, ich habe so viel Stress hier, dass ich Sommer manchmal so eine Runde fahren muss. Und das tut gut. Helm, kein Handy, nichts. Ich verbinde mich nicht mit irgendwelchen Kopfhörern. Nein, ich habe die zwar gekauft, aber brauche ich nicht. Und deswegen, für mich ist das Entspannung. Motorrad ist eine Entspannung pur. Ja, wenn man so eine Stunde, zwei fährt, ist der Kopf frei wie nach, weiß nicht, Massage. Sollte auch so sein, glaube ich. Sollte auch so sein. Deswegen, man muss sich immer sicher fühlen. Ja? Auf dem Motorrad nicht sagen, oh, der ist cool, der ist stark, ich bin hier der Beste. Nein. So,
Nicht quatschen, arbeiten. Sagt mein Chef immer. Ah, ne, ich habe ja gar keinen Chef. Warum wir das Spiel aufgemacht haben? Weil beim schwarzen Motorrad und so weiter und so fort ist schwer, die Linien und alles perfekt hinzubekommen, gescannt zu bekommen. Und deswegen haben wir es schwarz angespielt. Eine andere Liga zu scannen. Nathalie, willst du mir helfen? Willst du mir helfen? Das ist eine andere Liga zu scannen. Weil das ist nicht wie Auto auf dem Wagenheber drauf und tschüss. Er hat viel mehr Ecken und Kanten, ne? Ja, das kannst du gar nicht vergleichen. Hast du schon Motorrad gescannt? Nee, noch nie. Das ist das erste Mal. Und letzte? Nein. Ich hoffe mit den Jungs, die waren sehr nett, muss man sagen. Ja? Sehr, sehr, sehr nett. Bei mir ist auch viel mit Sympathie, mit wem ich zusammenarbeite. Kannst du mir eine Dose geben, Sascha? Ja, wo steht die? Da. Oder da. Ich habe ein paar Punkte, weißt du wo, wo der nicht erkennt. Das war ein Scan. Fertig. Ah. Jetzt bin ich fix und fertig hier. Miniaturmotorrad. Mini. Jetzt könnten wir das im Prinzip in 3D draufdrucken, ne? Wenn wir es wollten. Aber wir wollen es nicht. Okay. Wir machen immer so kurze Videos jetzt vielleicht mit den Motorrädern, weil wir nicht die für uns bauen, sondern für andere Firmen. Verschiedene Firmen, ne? Da wir nicht nur für uns produzieren, sondern auch für andere. Manche dürfen wir zeigen, manche nicht. In dem Fall können wir es zeigen.